Ja, ich würde es noch. Ja, es war schon. Hallo Lieben, willkommen im neuesten YouTube-Video. Vielleicht kommt euch die Location hier bekannt vor. Wir sind bei SSR Performance. Für uns eine der geilsten Locations hier in München, wenn es ums Thema Auto geht. Bauen eigene Fahrzeuge, bauen Rennwegen, haben Fahrzeuge, vertreiben Autos und haben einen sehr coolen Chef. Und für uns heißt es jetzt Stift ansetzen, kommt mit. Also ihr Lieben, die Menschen, die mir auf YouTube folgen, haben schon mitbekommen, was wir gemacht haben. Wir haben es wieder getan, wir folgen wieder SSR Performance in die DTM, sind sehr stolz drauf, dass die Wallonic Business Consulting wieder auf dem Wagen stehen wird. Da hinten steht schon so ein bisschen Ausblick, wie es ausschauen wird. Wenn ihr also im Fernsehen unser Logo seht auf dem Fahrzeug, dann macht ein Foto, gern auch von dem Bildschirm und verlinkt uns. Mal gucken, was wir uns einfallen lassen für alle, die es machen. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal mit Stefan und Christina, wie es in der DTM-Saison losgeht. Also die zwei müsstet ihr noch kennen vom letzten DTM-Video, als wir am Nürburgring waren. Kurze Frage an dich, Christina. Wann geht bei euch eigentlich die Vorbereitung los? Die ist schon in vollem Gange. Das heißt, die Autos werden jetzt gelb und werden richtig schön? Also SSR grün werden sie und wunderschön natürlich. Gib uns mal so einen kurzen Einblick, wie so eine Vorbereitung ausschaut. Oder kann uns der Stefan besser beantworten? Also wir gehen viel testen, aber die technischen Aspekte kann tatsächlich Stefan gut erläutern. Ja, dann muss ich mal an Stefan fragen. Also was macht ihr da, wenn ihr so testet? Was passiert dann? Ja, in erster Linie war jetzt für uns mit der neuen Marke wichtig, im Hintergrund ja Tools aufzubauen. Bisher hatten wir unsere Tools auf dem Porsche angeglichen. Wir hatten ja unsere Ingenieure, sage ich mal, outgesourced. Jetzt haben wir unsere eigenen Ingenieure und mussten damit unsere eigenen Tools entwickeln, bevor dass wir überhaupt mal zur Strecke fahren. Schaut euch bitte mal das Video an aus dem vom Nürburgring, da habe ich das schon mal erzählt. Allein der Unterschied, wenn die Fahrzeuge ankommen, ne, wo, auf was die stehen, wie der ganze Track ausschaut bei denen. Also das ist wirklich krass, auch die Fahrzeuge, das Team. Und dann guckt euch mal andere DTM-Teams an, dann wisst ihr, was ich meine. Und genau das ist, was der Stefan gerade gemeint hat. Die machen es einfach perfekt. Und dieses Jahr rocken wir auch die Bude, würde ich sagen, oder? Das ist ein ganz großes Ziel. Ich glaube, jeder ist voll dabei. Die Jungs sind wirklich hochmotiviert. Die Mädels im Hintergrund natürlich auch. Denkt, dass wir heuer da gut aufgestellt sind und mit Lamborghini und zusammen auch mit Wallonic einen super Partner an der Seite haben. Wir geben Gas. Was sind so die heißesten Phasen im Rennen? Also kurz vorm Rennen, kurz vorm Qualifying. Also Qualifying ist ja mitentscheidend oder sehr entscheidend. Von dem her, das ist die heiße Phase. Und für die Technik, was ist die heißeste Phase? Also klar, wir wollen starten, logisch, und dann im Rennen selber? Erstmal, dass die Technik hält. Aber nee, ganz klar, ich glaube, dass das Setup, auch die Kraftstoffmenge richtig berechnet ist, dass man da nicht mit 1 Kilo zu viel am Ende fährt, weil das ja doch, ja, es geht im Hundertstelbereich und wenn ich am Ende noch 10 Kilo Sprit im Kraftstoff in den Tank habe, dann ja, habe ich mich ein bisschen verrechnet und deswegen Technik natürlich, Setup einstellen, aufs Mühe genau das Fahrzeug hinzudrehen, Unterboden einzumessen, alles zu schimmen, alles zu optimieren, das ist wichtig, glaube ich, vom Rennen. Lennart, noch eine Frage an dich als Geschäftsführer der Wallonic Business Consulting, die ja offiziell auch der Sponsor ist. Was findest du am geilsten an der Thematik, Rennserien zu sponsern? Abgesehen davon, dass ich selber Motorsport verrückt bin, ist es einfach eine grandiose Art und Weise, Kunden an die Strecke zu kriegen und die Leute zusammenzubekommen. So ein Renntag ist immer was ganz Besonderes, egal für Leute, die aus dem Motorsport kommen oder auch Begeisterung haben oder auch für welche, die damit bisher noch gar nichts zu tun hatten. Und es ist einfach ein Riesenevent und medial auch super darzustellen und da sind wir einfach mit SSR in einer richtig, richtig guten Partnerschaft, die wir ja jetzt weiter ausbauen. Jo, wir bauen immer weiter aus und es geht noch ein ganz besonderer Gruß raus an Daniel Abt. Wir haben nämlich kurz per WhatsApp miteinander geschrieben und wir betteln uns so ein bisschen, wer dieses Jahr die DTM rockt. Wir sind Team, wir rocken richtig. Ich weiß nicht, in welchem Team du bist, aber wir sind im Team, wir rocken richtig. Grüße gehen raus. Euch viel Spaß bei der DTM-Serie. Wir werden sie begleiten, werden mit Sicherheit einige Videos machen. In dem Sinn, bis bald.
euer Jörg. Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize. Perpetuating war, tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, my niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a bitch, nigga.